In den Morgenstunden des 1. März 1943 wurden alle Sinti und Roma aus dem Internierungslager am Holzweg in Magdeburg, in dem sie seit Mitte der 1930er Jahre unter unmenschlichen Bedingungen ums Überleben kämpften, festgenommen. Zeitgleich erschienen Polizei und Gestapo in der Rogätzer Straße in Magdeburg, wo die 61-jährige Anna Heilig mit ihrer Familie lebte, und verhafteten diese ebenso. Einen Tag nach den Festnahmen in Güterwaggons gepfercht, erreichte der Transport mit 470 Männern, Frauen und Kindern am 5. März sein Ziel: das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Für diese Deportation in den Tod waren auch der damals 9-jährige Siegfried Heilig, seine Eltern und Brüder vorgesehen. 65 Jahre später begibt er sich auf Spurensuche in Magdeburg und Auschwitz. Begleitet und unterstützt wird er von seinem Freund Franz Rosenbach, Überlebender von Auschwitz-Birkenau, Buchenwald und Mittelbau-Dora. Wenn man hier nach Auschwitz kommt, da fehlen einem die Worte. Da kann man nichts mehr sagen, was in Auschwitz, auch in andere KZs abging, was da die Leute umgebracht worden sind und gelitten haben. Ein Kind und Kegel hat gelitten, nur weil sie Sinti oder jüdische Abstammung waren. Meine Großmutter mit Kindern und die sind umgekommen. Es sind von 7 oder 8 Personen 2 Tanten wiedergekommen. Und alle anderen sind hier umgekommen, in Auschwitz. Und in solche Waggons sind sie transportiert worden. Und da waren die Leute tagelang drin, zugemacht und dann mit solchen Schlössern abgeschlossen, wie Viecher, wie Tiere. Ja. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass Menschen fähig sind, sowas zu machen. Das ist, also, weil es Sinti sind, sind die Menschen vernichtet worden, und weil die jüdische Bevölkerung Juden waren, sind die auch vernichtet worden. Ich war ja ein Kind von 8, 9 Jahren. Es hat mich auch gefreut, dass ich mit Leuten, die sich dafür einsetzen, in Magdeburg waren und in der Rigetzer Straße waren. Ich habe auch die Schule wiedergefunden, wo wir als Kinder zur Schule gegangen sind. Wir haben ja müssen dann die Schule verlassen. Ich war ja hier dabei, wohl als Kind, wie meine Großeltern weggekommen ist, hier meine Großmutter mit den Kindern. Sind ja hier abtransportiert worden. Die Frau hat nie gedacht, dass da was passiert. Sie hat ja jahrelang gewohnt. Ihre Kinder sind hier groß geworden. Ihr Mann liegt hier beerdigt. Ja, das haben andere noch nie gedacht, dass sowas kommt. Sie vor Angst ausgestanden haben. Kann das sein, dass das früher mal ein Kohlenhändlerplatz war nebendran? Ja, der war da. Der war hier? Der war da. Das ist nur heute bebaut. Ja, ja. Da war ein Kohlenhändler. Da kann ich mich erinnern. Weil ich bin als Kind hier gewesen. Meine Großeltern sind hier ins KZ gekommen. Von Magdeburg im KZ? Nein, in Magdeburg nicht. Hier haben sie sie gesammelt und haben sie nach Auschwitz oder Buchenwald geschickt. Hier eine Schule in der Nähe wo? Ja. Da war ich zur Schule gegangen. Ja, hier Stendaler Straße. Ja, da, weil wir sind damals... Siemens-Gymnasium rein. Ja, da, wir sind damals immer von da nach die Schule gelaufen, das weiß ich, mit 3 oder 4 Jungen. Man kann sich das nicht vorstellen. Die Menschen sind genommen worden, vernichtet worden, eingesperrt, die Bomben und der Krieg. Also die haben für gar nichts halt gemacht. Ja. Dass man hier also als Kind gelaufen ist, wer hat daran gedacht, dass sowas passieren kann? Sagt
Salzwedler Straße. Also müssen wir hier noch, wir müssen jetzt hier noch ein Stück runter gehen. Da müssen wir hin. Aha. Wenn man überlegt, dass die Menschen da gewohnt haben und aus dem Leben weggerissen. Wenn man jetzt als älterer Mensch wieder hierher kommt, dann geht das alles durch den Kopf. Hier wird meine Großmutter marschiert sein, auch mal. Hoch und runter. Und meine Großmutter hat die Tieren aufgehabt und in die Tieren gestanden. In die Tier. Mach das nicht und das nicht, geht da weg, ihr tut euch weh. Sie war eine seelensgute Frau. Und so war meine Mutter. Meine Mutter hat auch ihre Mutter ähnlich gesehen. Das ist meine Mami. Das ist mein Papa. Der Großvater, hier als Soldat im Ersten Weltkrieg, verstarb 1941 in Magdeburg. Meine Mama und mein Vater. Das ist mein Bruder, das bin ich. Das ist mein anderer Bruder, der Blonde. Ich habe Angina gekriegt. Und da war ich bei der Großmutter im Wagen. Und weil es da ein bisschen langweilig war, meine Brüder waren immer drüben, die kamen mit mir nicht zusammen durch die Ansteckung. Und dann habe ich zu der Mutter gesagt, sie sollen mich rüberholen. Dann hat sie mich dann rübergenommen. Es hat aber eine Woche gedauert, bis die Krankheit weg war. Und dann hat sie mich rübergenommen. Und den anderen Tag waren sie ins KZ gekommen. Da wäre ich mit weg gewesen. Das war alles früher der Schulhof. Mhm. Und da war so ein Zaun, wo du konntest durchsehen. Ach, so ein Gitterzaun. So ein Gitterzaun. Dass Menschen, die noch Jahre hätten können leben, dass die umgebracht worden sind für nichts. Für nichts, nur weil sie jetzt Sinti waren. Sind vernichtet worden. Kind wie Kegel. Nicht bloß meine Familie, alle Sinti. Mich interessiert das, wo meine Menschen geblieben sind. Weil sie waren unschuldig und haben keinen Menschen was getan.597 sogenannte Zigeunerpersonalakten zeugen im Landeshauptarchiv in Magdeburg von der Entrechtung, Ausgrenzung und Entwürdigung der dort nachweislich seit 500 Jahren lebenden Minderheit der Sinti und Roma. Hier findet Siegfried Heilig auch Akten, die über seinen Onkel Michael und dessen Frau angelegt wurden und deren Leidensweg dokumentieren. Das ist jetzt Antoni Wiegand, wo ich dir gestern schon anhand dieser Liste gezeigt habe. In Auschwitz hat man sie eingetragen als Antoni Wiegand Heilig. Betrifft die ledige Antoni Wiegand, geboren 1910 zu Kassel. Und jetzt kommt's. Wohnhaft in Magdeburg, Rogätzer Straße 8. Wisst ihr, wem sie endlich sind? Würdest du es nochmal rausnehmen? Würdest du es einfach mal liegen lassen? Sie sieht mein Onkel seine Frau ähnlich. Sie gibt an, dass sie mit dem Schausteller Michael Heilig, 31 Jahre alt, ja, wohnhaft in Magdeburg, Rogätzer Straße 8, ja, verlobt sei. Ja, ja, das ist er. Und sie beabsichtigen würden, demnächst die Ehe einzugehen. Sie versucht jetzt zu rechtfertigen, warum sie in Darmstadt ist und nicht in Magdeburg. Weil eigentlich, ja, mussten die Leute, ja, das wisst ihr ja besser als ich, durften sich ja eigentlich nicht mehr wegbewegen. Mhm. Sehschaft. Festgeschrieben? Ja, ja. Festsetzungserlass. Genau. Haben sie die Stadt ohne Genehmigung verlassen?
War es 40? Wann war schlecht. Das? 44? Nein, 42. Ja. Und sie erklärt jetzt hier eben, weil ihre Schwester erkrankt ist und sich einer Operation unterziehen musste. Deswegen hat sie sich entschlossen, nach Darmstadt zu fahren zu ihrer Schwester. Ja. Mhm. Bei Ausbruch des Krieges waren wir in Magdeburg und sind heute noch dort in einer festen Wohnung, Rogätzer Straße 8, polizeilich gemeldet. Mhm. Das ist jetzt vom 27. August 1942. 42. Das ist wie eine Art Aktenvermerk, glaube ich. Die in Magdeburg, Rogätzer Straße 8, bei dem Schausteller Heilig wohnhafte Zigeunerin Antonie Wiegand wurde bisher gemäß Runderlass des Reichssicherheitshauptamtes vom 17.10.1939 nicht erfasst. Es war bisher nicht bekannt, dass es sich bei der Wiegand um eine Zigeunerin handelt. Jetzt wird eben hier, steht eben der Beschluss, dass man jetzt eine sogenannte Zigeunerakte anlegt. Was für eine Mühe die Menschen sich gemacht haben, um das festzuhalten. Und liegt immer noch. Jetzt haben sie offensichtlich deinen Onkel vorgeladen in Darmstadt. Darmstadt, den 2. Februar 1943. Das ist quasi ein Monat bevor... Bevor sie abgingen. Ja. Vorgeführt erscheint der Arbeiter, hier steht wieder Michel Heilig. Ja, der Michel verkehrt geschrieben. Mhm. Geboren am 11.10.1910 zu Brügge, Belgien. Ja. Mhm. Wohnhaft in Magdeburg, Rogätzer Straße 8 und erklärt. Ich bin der Sohn von Johann Heilig und dessen Ehefrau Anna, geborene Feil. Von meinem 6. bis 14. Lebensjahr habe ich die Volksschule in Magdeburg besucht. Gucken Sie mal, wie lange. Das ist doch schon ein älterer Mann. Also ist er in Magdeburg auch zur Schule gegangen. Mhm, als Kind. Ja. Ne? Und 31 war er. Mhm. Also waren Sie ja fast Einsässigen von Magdeburg. Ja, natürlich. Da meine Eltern auf Messen und Märkten umherreisten, blieb ich bei diesen im Geschäft. Meine Eltern haben eine Schieß-, Spiel- und Würfelbude. Ja. Das ist er doch. Wisst ihr nicht, dass er das ist? War das sei Pass oder rein? Pass. Postausweiskarte. Eine Methode der Erfassung und Kriminalisierung war die erkennungsdienstliche Behandlung, der selbst kleinste Kinder ausgesetzt waren. Heilig Michael, Beruf Artist, Geburtstag 10. Nee, hier steht 11.10.1910, Geburtsort Brügge, Strich Kari, Größe 1,70 Meter, Haarfarbe schwarz, Augenfarbe dunkelbraun. Februar 1943, die sind immer noch in Darmstadt alle beide. Und jetzt müssen sie unterschreiben und hier siehst du seine Unterschrift. Aha. Sie müssen jetzt unterschreiben, hier steht, mir ist heute die Auflage erteilt worden, dass ich ab sofort Darmstadt zu verlassen habe und nach Magdeburg zurückreisen muss. In Magdeburg werde ich mich sofort beim Polizeipräsidium Dienststelle für Zigeunerfragen melden. Ich werde dafür sorgen, dass meine Braut Antonie Wiegand mit mir nach Magdeburg zurückkehrt und sich gleichfalls bei der Polizei meldet.
Am 6. Februar meldete Darmstadt, dass die Abreise nach Magdeburg erfolgt sei. Ob die beiden der Auflage, sich im Polizeipräsidium zu melden, folgten, dokumentieren die Akten nicht. Wohl aber, dass die Tante am 25. Februar in das Polizeigefängnis eingeliefert wurde. Als Tatbestand ist der Erlass des Reichssicherheitshauptamts vom 29.01.43 angegeben. Worum es in diesem Erlass ging, dokumentiert der folgende Vermerk vom 01.03.43. Die Zigeunerin Antonie Wiegand wurde heute entlassen, um im Zuge der allgemeinen Zigeuneraktion in das KL Auschwitz überführt zu werden. Und das ist diese Karteikarte, was ich euch gestern auch schon sagte. Mhm. Antonie Wiegand. Fingerabdruck. 1.3.1943, dann handschriftlich festgenommen und Lager Auschwitz. Naja, und der letzte Akt, den man dann gemacht hat, den sieht man nochmal hier. Da hat dann offensichtlich Auschwitz informiert, dass Antonie Wiegand am 8.1.1944 abgestorben ist. Tja, aber das ist nicht möglich. Michael Heilig, der hat eine Auschwitznummer Z23 bekommen. Da war der Erste mit? Nee. Das ist der, einer der ersten Transporte gewesen. Ja, von Magdeburg. Und gestorben ist er bereits am 5.7.1943. Wie lange war er da drin? 4 Monate. Ja, die haben gesagt. Und dann das Modus, sie haben ihn totgeschlagen können. Von der Großmutter existiert keine Akte. Offensichtlich waren die Magdeburger Verfolgungsbehörden erst auf die Sinti-Familie Heilig aufmerksam geworden, nachdem Meldungen über Tante Antonie und Onkel Michael aus Darmstadt eingegangen waren. Die in Auschwitz-Birkenau angekommenen Sinti und Roma wurden in erhaltenen Lagerbüchern erfasst. Anna Heilig ist dort mit der Häftlingsnummer Z374 ausgewiesen. Laut Eintrag endete ihr Leben am 7. September 1943, 6 Monate nach ihrer Deportation aus Magdeburg. Jetzt bist du wieder an deiner alten Schule. Ja. Und diesmal gehst du sogar rein. Ja, heute werde ich mit den Schülern sprechen. Ja, super. Der Lehrer hat gesagt, wir brauchen was aus dem Zimmer sowieso. Da habe ich mich gemeldet. Da hat er gesagt, komm mal her. Ja, ich habe dich doch gar nicht gerufen. Die haben mich schon, ja, die haben mich schon checkiniert, weil die vielleicht gewusst haben, dass wir Zehnte sind. Dann hat er einen anderen geschickt. Und wie lange der geblieben ist, hat gar nicht interessiert. Und wenn ich was geholt habe, sofort zurück, alles in Trab. Mhm. Alles in Trab. Also ich begrüße Sie nochmal recht herzlich, ich bin Frau Höpfner. Guten Tag. Mein Name ist Heilig. Ich bin hier als 5-Jähriger, ja? Als 8-Jähriger und 9-Jähriger hier in die Schule gegangen. Ja? Meine Großeltern haben hier drüben gewohnt. Guten Tag, komm wieder. Ich habe 2 Schüler mitgebracht. Kommt doch mal mit rum. Kommt mal her. Das ist der Christian. Hallo Christian, guten Tag, Rosenberg. Hallo. Hallo. Hallo Christian. Hallo.
die beiden Jungs übernehmen es und möchten ihnen gerne mal ihr altes Haus zeigen. Das heißt also, was aus dieser Schule so geworden ist. Ja. Ich bin 15 Jahre alt, hier gehe hier auch auf die Schule. Ich bin zusammen mit Christian und Micha Schüler der 10.3. Wir freuen uns sehr auf das Zeitzeugengespräch heute. Wir haben ja auch Schläge bekommen von den Lehrern, die haben früher geschlagen. Das wisst ihr das? Ja. Zum Glück, dass das heute nicht mehr so ist. Ja. Nein, heute ist nicht mehr so. Man, ich habe von den Lehrern mehr Respekt gehabt wie von den Eltern. So eine Ohrfeige hat es gegeben. Mit dem Lehl oder mit dem Rohrstock, da hat er die gewonnen. Über den Schreibtisch gelegt und die Hose noch mal zusammengezogen. Das ist etwas älter. Das ist aber auch alles renoviert worden. Ja. Ich habe sie ganz anders in Erinnerung. Was ihr habt in die Schule, das hat keine Schule. Ja. Das gibt's gar nicht. Das ist halt bedingt, diese ganzen technischen, naturwissenschaftlich, eben durch unser Profil, dass wir da so besser ausgestattet sind als manche andere Schulen, ne? Ist auch recht komfortabel, so als Schüler, ja. Darf ich sagen. Ja. Also in so eine Schule geht man gern, ne? Ja. Ja, auf alle Fälle. Wie früher. Dann nimmt man auch höhere Ansprüche gern in Kauf. Ja. Meine Großmutter hat ein Schießbudenunternehmen gehabt und ein Kinderkarussell. Die hat in Magdeburg gespielt. Mein Vater hat ein Marionettentheater gehabt. Das ist dieses, der kleine Schwarze, da in der Mitte bin ich. So bin ich hier zur Schule gekommen. Das war die Zeit, wo auch die Anderssinti von Magdeburg alle weggekommen sind. Und dann ist ein Opel Blitz reingekommen. Und hat alle zusammen. Und meine Großmutter kam dann bei uns an Wagen. Und wir waren im Wagen und der Vater auch. Und da hat der Mann, also der Beamter, gekloppt. Und der Vater hat keine Antwort gegeben. Dann kam meine Großmutter dazu, zufällig, und hat gesagt, da ist niemand drin. Das ist mein Packwagen, wo meine Geräte drin sind. Und dann ist er mit meiner Großmutter weggegangen. Also meine Großmutter hat uns das Leben gerettet. Und die ganze Familie mit meinen Tanten und alle sind nach Auschwitz gekommen. Mein Vater hat dann uns an die Hand genommen, den Kleinen auf den Arm, und so einen Koffer hat er gehabt immer. Früher war viel Fliegeralarm, da waren Unterlagen oder seine Papiere drin, dass sie nicht verloren gehen. Den Koffer hat er gehabt, meine Mutter hat uns an die Hand genommen und den Kleinen auf den Arm und ab. Wir waren kaum draußen, ein Stückchen weg, kam die Gestapo zurück, weil die gesehen haben, dass noch mehrere fehlen. Wir sind dann bei Bauern untergekommen, der Vater hat dann in die Landwirtschaft mitgeholfen, weil er hat auch zwei Pferde gehabt, die Leute haben uns Kartoffeln gegeben, ein Stück Brot. Und der Vater hat dann immer gesagt, fällt nicht auf, macht nichts. Es waren auch ein paar Halbstreiken drunter, also von der Gemeinde, die geschubst haben, da haben wir uns schubsen lassen, sind weggegangen. Wenn wir dann mit den Leuten oder mit den Jugendlichen angefangen hätten, hätten uns mit sie geschlagen, dann hätten sie vielleicht doch die Gestapo angerufen, die Eltern. Mein Vater hat dann Marionetten gespielt und der Landrat hat dann immer eingetragen, dass er in seinen Kreis spielen darf mit der Marionettenbühne. Nur gut, wir haben dann gespielt, der Vater hat dann gehamstert. Ein paar Eier vom Bauer gekriegt, ein paar Kartoffeln und das hat er den Landrat gegeben. Das war wie sein Freund, weil der war auch Soldat früher und war verletzt. Jetzt hat der Vater gesagt, was machen wir denn? Dann hat er gesagt, Herr Heilig, mach dich keine Sorgen, bleib in meinem Kreis. Leider lassen sich der besagte Landkreis und der couragierte Landrat nicht mehr ermitteln. Die Erinnerungen von Siegfried Heilig
an die über 2 Jahre bis zur Befreiung 1945 sind geprägt von der ständigen Angst vor Entdeckung oder Denunziation. Wir sind dann geflüchtet nach Salzwedel mit dem Flüchtlingstreck. Und in Salzwedel sind wir dann befreit worden. Da waren die Amerikaner gekommen. Es sind von 7 oder 8 Personen 2 Tanten wiedergekommen. Meine Tante, die Anna, die hat nie drüber gesprochen, über das KZ. Auch über Magdeburg nicht. Sie hatte eine Nummer auf dem Arm und sie hat sich eine Männeruhr zugelegt. Mhm. Und die, mit so einem Ziehband. Mhm. Und die tragt sie da drauf, die hat auch Pflaster drüber geklebt. Erst 6 Jahrzehnte später kann Siegfried Heilig über seine ermordete Großmutter und weitere Verwandte, die dem Völkermord an den Sinti und Roma zum Opfer fielen, öffentlich sprechen. Wir haben ja keinen Friedhof. Auschwitz ist der größte Friedhof der Welt. Es gibt keinen größeren Friedhof. An der Stelle, an der wir heute stehen, wurden in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 über 1000 unserer Frauen, Männer und Kinder im sogenannten Krematorium 5 verbrannt, nachdem sie in den Gaskammern erstickt worden waren. Niemand kann die Qualen ermessen, die unsere Menschen erleiden mussten. Insgesamt wurden in jener schrecklichen Nacht fast 2900 Sinti und Roma, die bis dahin überlebt hatten, in den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau ermordet. Vor allem Kinder und kranke und ältere Menschen. Der 2. August 1944 hat sich unauslöschlich in das kollektive Gedächtnis unserer Minderheit eingebrannt. Doch mit dem 2. August 1944 und der sogenannten Liquidierung des Zigeunerlagers Auschwitz-Birkenau war das Morden noch nicht zu Ende. Wenige Wochen später, am 10. Oktober 1944, wurden etwa 200 Sinti- und Roma-Kinder, die aus Buchenwald in Auschwitz-Birkenau eingeliefert worden waren, ebenfalls in den Gaskammern des Krematorium 5 erstickt. Unsere ermordeten Kinder, den hilflosesten aller Opfer, wollen wir heute ganz besonders gedenken. Die neue Informationstafel und der neue Gedenkstein erinnern nicht nur an die Angehörigen unserer Minderheit, die an diesem historischen Ort im Gas erstickt wurden, sondern auch an die vielen anderen 1000 Sinti und Roma, die im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau dem Völkermord zum Opfer fielen. Der Auschwitz-Überlebende und große Publizist Hermann Langbein sagte dazu in einem Fernsehinterview, ich zitiere, Auschwitz ist das Symbol für die Ermordung von Menschen in Gaskammern, nur weil sie als Sinti, Roma oder Juden auf die Welt gekommen sind. Das ist die härteste Anklage. Das darf am wenigsten vergessen werden. Man kann verzeihen, aber vergessen kann man sowas nicht. So eine Tat, was da passiert ist, es ist unmöglich, dass Menschen so radikal vorgehen. Und dass sowas nie mehr passiert, wo es trotzdem wieder viele Neonazis gibt, dass sowas nicht mehr zustande kommt.